sehr froh. Auf blau. Also einmal auf blau und einmal auf rot. Mit dem zweiten bin ich auf rot. Im ersten auf blau. Dann mach ich mal Robert Seiler. Okay. Ich schau zu. So. Das kann was werden. Und das ist alles nur wegen so scheiß Trommeln, ey. Also so scheiß Trolle. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal für die Hilfe. Warum kann man sich nicht einfach mal alles angucken? Die nächste Rechnung von Bonnie geht dann auf dich. Okay! Aber habe ich ja schon gesagt. Ich lade dann zum Bierchen im Pony ein. Das sollte dann ja passen, denke ich. Ich weiß aber nicht, wie viele Schwarzstäffchen hat. wahrscheinlich noch mehr als ich, oder? Es war gefühlt alles voll. Ich glaube, ich habe auf Bele habe ich 10 Schars. Nur auf Bele. Auf Gwei hier müsste ich 3 haben. Ach ja, gut, okay. Ja. Ja, dann hat er mehr. Dann hat er mehr. Schön, ey. Ich glaube, dieses Dorf ist so eine Lebensaufgabe. Vor allem, jetzt mal die Frage, wie soll jemand, der sich nicht auskennt, der niemanden kennt in dem Spiel, sich da zurechtfinden? Wie? Also ich glaube, hätte ich keine Ahnung, ich hätte das Ding einfach in die Ecke geschmissen und es nicht mehr angerührt. Bin erstmal essen, bis gleich. Mach keine Dummheiten. Nein, nein, wie doch nicht, Halbert. Lass es dir schmecken. Und was gibt's bei dir?
Ich bin immer so neugierig, was andere Leute essen. Also man kann nicht sagen, dass der Tanz nicht zur Musik passt. So teilweise zumindest. Wieso habe ich nur zwei Katzen? Ich folge dann mal unauffällig, ne? Ich glaube, das wird mehr als ein Abend im Pony. Das wird, glaube ich, ein ganzes Wochenende. Ah ja, hier will ich diese komische Stein. Das Bilbisdorf. Warum? Wieso wollten die Entwickler einen quälen? Also mit diesem Dorf hier. Wie kann ein kleiner Zwerg so schnell sein? Tschüss.
Alle drei mit gebrochenen Beinen. Ja, aber das hier sieht wenigstens halbwegs anders aus als die anderen Tunnel. Gut, ganz dezent. Okay, jetzt nicht mehr. Vielleicht hätten sie wirklich so ein kleines Navi extra einbauen müssen. Nur noch die Höhentrolle finden. Also, das wird wirklich mehr als ein Abend. Autsch. Juhu, ein Troll. Haben wir hier nur noch 5. Ihr scheiß Trolle. Leidet. Leidet einfach Höhenqualen. Okay. Ja, ist gut. Okay, ich habe alle Trolle. Danke. Jetzt muss ich wieder zurück und beide Quests einmal abgeben. Wir müssen die Treppe rauf. Wie soll man sich hier zurechtfinden? Alter, ich hab gleich einen Drehwurm.
Fakt ist, ich gehe hier nie wieder rein. Doch scheiße, mit Kaya muss ich rein. Okay, ich sage Kaya einfach nicht, dass man hier rein muss. Ich verheimliche es ihm. Muss ich hier nämlich nicht nochmal rein. Diese elenden Kammern. Ich habe die Hoffnung, dass das die letzten Quests waren. Kann ich mir nicht einfach den Wag nehmen und auf ihn zum Ziel reiten? Beziehungsweise er bringt mich automatisch zum Ziel. Wir nehmen aber echt hier das ganze Dorf auseinander. Ja, ein bisschen. So, warte mal. Muss ich das Ding einmal nur wieder zurückgeben? Einmal. Du weißt das nicht, ne? Doch. Der 1 ist bei Gloin. Durch einen Weg durch die. Die Trommel muss ich auf jeden Fall drin abgeben und. Ausführungspflanze muss ich drin abgeben. Ich habe zwei Quests, muss ich einmal da drin noch abgeben. Und ich hoffe, das war's dann für die Questreihe. Weil sonst spreng ich dieses ganze Dorf einmal in die Luft. War einmal komplett in die Luft. Ich bin da nicht mehr rein. Hm. Oh, lass die Vetas los. Wirklich. Rückwärts. Ich weiß, wovor wir nicht Albträume kriegen werden jede Nacht.
Ja klar, ich spring genau daneben. Ich lerne gleich eine Etage tiefer. Aua. Treppaufgang nicht gesehen. Nein, nicht nochmal runterfallen. Oh Gott. Alles, aber nicht nochmal runterfallen. Unsichtbare Mauer. Autsch. Hey. Rennt ihr uns einfach erstmal entgegen. Ciao. Noch jemand? Verführerisch. Könnte ich jetzt so theoretisch? Aber nein. Ich würde gerne den schnellen Weg nach unten gehen, wenn ich nicht wüsste, dass man sterben würde. Höchstwahrscheinlich zumindest. Oder auch nicht. Tschüss. Namt Kaya. Ja, alles gut bei dir? Ja, ja auch.
Ich möchte zwar dieses Bilvesdorf gerne in die Luft sprengen, aber ja, es ist alles in Ordnung. Ich habe schon Rachepläne. Dann spreng es einfach her, wenn es mal so einfach wäre. So. Ha, der jämmerliche Wurm. Kaucho ist vermutlich wütend über den Verlust seiner Trolle. Gut gemacht. Achso, ja. Ja, wir wählen das hier. Sobald ich was aus dem Inventar entfernt habe. Ja. Ja. Verschließen. So. Die ist schon mal beendet. Und die nächste. Was benötigt ihr? Namt Kiwi. Alles gut bei dir? Ist immer gar nicht voll. Ja, ich habe vergessen, von dem einen Typen mir hier meine Sachen, damit ich unterwegs verkaufen kann, abzuholen. War einfach blöd von mir. Sie waren darauf vorbereitet? Anscheinend sind die Bilvesse schlauer, als ich gedacht hatte. Ich denke, nun ist es an der Zeit, dass ich hier herauskomme. Ich bin nur noch nicht sicher, wie. Vielleicht weiß Oruk, wie man den Schlüssel, wie man einen Schlüssel gelangt. Okay, den hier. Und nee, den nicht. Ja, bei mir auch. Wie ich eben schon zu Kaya sagte, ich möchte zwar diesen Ort hier gerade sprengen, aber ansonsten, ja. Allein schon, weil es schon wieder eine Aufgabe gibt. Und ich am liebsten... Am liebsten möchte ich es einfach ignorieren. Ich weiß wieder, wo der Schlüssel zu meiner Zelle ist. An dem Bund am Gürtel von Matuga, dem Folterknecht. Bitte sag mir, dass der Folterknecht auf dieser Ebene ist, ansonsten streiche ich. Matuga wurde vom großen Bilvis in den Thronsaal gerufen. Oh nein. Er liegt mitten im Bilvisdorf. Oh nein. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr ihn auf dem Weg dorthin noch erwischen. Ihr müsst Matuga finden und ihn töten, um den Schlüssel zu besorgen, den ich brauche. Oh nein. Nein, 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 nein. Was benötigt ihr? Es erstaunt mich nicht, dass die Stimme des Bilvis bedrohlich klingt. Bilvis sind bösartige Kreaturen, denen man nicht trauen kann. Dennoch glaube ich, dass der Bilvis ernsthaft um sein Leben fürchtet und denkt, er könne seine Freiheit zurückerlangen und seinem Tod entgehen. Wahrscheinlich sind seine Angaben über das Versteck des Schlüssels richtig. Ihr müsst in das Zentrum des Bilvisdorfs gehen und diesen Matuga finden. Tötet ihn und nehmt ihm den Schlüssel ab. Bringt ihn mir, dann werden wir uns um die Befreiung der anderen kümmern und prüfen, wie entschlossen Oguk ist. Nein. Du kannst doch auch nebenbei zocken. Oder auch erst nur zocken. Aber freut mich, dass du hier bist. Frutas geht's gut, denke ich. Ist vor 2,5 Stunden ungefähr von der Arbeit gekommen. Also, ja. Na, vor 2 Stunden. Und, ja. Er hat mir auch lecker schon was zu essen gebracht. Dass ich nicht unbedingt weiter essen muss. Und nun sitzen wir ein bisschen in Lotto und in wiederum einer halben Stunde ungefähr, Pi mal Daumen, gibt es dann wieder F14 mit Kaya. Aber ich gehe jetzt auch einmal ganz kurz hoch. Kann ich meinem Schatz hier einmal ganz kurz sagen. Dann bin ich gleich wieder da.